Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die, hier in der Morgendämmerung. Es wird gerade 6 Uhr und das ist, glaube ich, es wird auch audiovisuell eingeführt, dass wir jetzt am Tag sind. So, coole Sache. Ich muss gerade mal kurz mein Ding hier toggeln, hier die Anzeige von meiner Framerate bei der Aufnahme. So, also, Tag Nummer 9, wie ihr sehen könnt, 6 Uhr morgens. Das heißt, wir haben jetzt einen ordentlichen Tag vor uns. Ich sage wir, denn wir sind nicht allein, sondern haben noch jemanden an Bord. Und zwar, da läuft er auf uns zu auf der Karte. Seht ihr ihn? Guck mal, da hinten kommt er gelaufen. Hey, hey. Hey, da kommt er. Komm, lass uns die kleine Zombie-Nurse. Genau, erledigen. Wunderbar. Plünder sie mal schön. So, Paddy, dann komm mal mit. Dann präsentiere ich euch jetzt mal beiden. Also euch, meinen Zuschauern, genauso wie dir, unser neues Lager. Was ich mir da in den letzten Tagen aufgebaut habe. Die letzte Folge, die ihr betrachten konntet, war ja die Geschichte, wo ich mit Brati in der Großstadt war. Ja, was heißt Großstadt? Also es war eine Stadt mit sehr großen Gebäuden. Und dementsprechend, wenn man vom Teufel spricht... Was los? Ja, willkommen bei der Aufnahme. Willkommen. Wir haben gerade von dir geredet. Finde ich schön. Das war nämlich die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben, die ich übrigens noch gar nicht bearbeitet habe, wie ich vorhin erschreckenderweise beobachten musste. Habe nämlich mal ein bisschen meine Ordner durchwühlt und festgestellt, dass ich da wirklich noch eine Aufnahme habe, die noch zu bearbeiten ist, um hochzuladen. Das war jetzt aber auch nicht ganz so glorreich, ne? Ja, das ist, also, ich habe mich so jetzt rangehängt an die neuen Aufnahmen von HOTS, die wir die letzten zwei Tage gemacht haben, dass ich die zwar auf diese Aufnahme total vergessen habe. So, Paddy, bist du noch an meinem guten Hinterteilstück? Da ist er ja. Da kommt er gerannt. Schau dir mal. Dann genieße ich ein bisschen eure Unterhaltung und dann freue ich mich, wenn wir heute Abend noch ein bisschen... Jawohl, auf jeden Fall. Lass uns hier noch den einen kleinen Zombie wegmachen. Und dann zeige ich euch mal was Schönes. Ich habe was Feines gebaut. Warst du eigentlich schon in der Höhle, Brati? Ja, ich habe die noch nicht mehr gefunden, als ich das letzte Mal ankam. Ach so, okay. So, und hier, schau dir mal. Big Paddy. Hier, mit E auf die Falltür und dann einfach mal runterlaufen. Einfach draufstellen, nach unten gucken und geradeaus, genau. Und wenn du dann bitte mal die Tür... natürlich auch zumachst, aber Paddy macht sowas. So, ist sehr dunkel weiter. Hier. Ja, ich habe extra hier oben jetzt keine Fackeln, weil, wie gesagt, ich musste auf diese Tiefe gehen, damit meine die Zombies oben mich nicht mitkriegen, also nicht, nicht erwischen. Ja, ist leider noch nichts drin, weil genau das ist jetzt das Ziel der heutigen Aufnahme, dass wir uns jetzt Lehm besorgen, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen weiterlaufen. Und, Mulden bauen können. Damit wir demnächst mal das Eisen einschmelzen können, damit wir uns endlich mal gescheite, vernünftige Werkzeuge und so weiter herstellen können. Ich habe mich hier übrigens sehr übel abgeplagt, dieses Loch zu bauen. Das ist sehr aufwendig. Weil, Bett kann ich ja einfach hier hinmachen, ne? Was denn? Bett? Bett? Ja, komm hier neben meins. Die stellen wir hier am Eingang. Schön hochkant, so wie meins. Genau nebendran. Ich will neben Patty schlafen. Na, das, was ist denn das? Oh, habe ich mich verklickt. Ich will doch nicht deine Füße in meinem Gesicht haben. Mein lieber Mann. Wenn ich abends Käse will, gehe ich an den Kühlschrank. Auf. Wie kann man den nochmal drehen? Links oder rechts? Nee, nicht drehen. Du musst dich einfach nur dementsprechend hinstellen. Stell dich von hierher hin, so wie ich. Und genau, dann nach hinten zielen. Und leg das Ding hin. Was ist das für ein Geräusch? Ein Bett habe ich noch für jemanden, der dann nochmal kommt. Dann pack's irgendwo rein. Mache ich. Wunderbar, das ist aber schön. So, da kannst du dich versorgen, insofern wir irgendwas haben. Tust bitte deine Sachen auch hier einordnen. Du siehst ja, wo was hinkommt. Links Nahrung, danach kommt Munition. Dann habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Dann habe ich zuerst die Health Storage Box gebaut und danach die Weapon Box. Eigentlich hätte ich Weapon Box neben Supply stellen sollen. Aber okay, ist alles, also... Wo soll ich denn einen guten Alkohol hinmachen? Den Alkohol machst du bei Heal. Ich glaube, das ist später was... Ich glaube, das ist später ein Rezept für Heilungsmittel. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Okay, ist dann.
Ja, und letztens wollte ich noch irgendwas nachschauen. Oh, Brati, hättest du Bock? Ah, er ist nicht mehr geistig anwesend. Und zwar, ich weiß nicht, wie man Leder herstellt. Ich habe das nochmal gefunden. Ach nee, ich glaube, man braucht erst das Tanning Book, ne? Ja, doch, ah. Ich glaube, ich habe das auch schon, Leather Tanning. Okay. Ich könnte nachher Leder machen, aber ich habe auch schon einiges gefunden. Wenn du das, ja, also Leder habe ich auch schon, 7 Stück, jetzt hier in der Box drin, aber ich konnte es noch nicht weiterverarbeiten zu reinem Leder. Da fehlt mir die Knowledge. Das weiß ich, glaube ich, und ich würde dann gerne anfangen langsam für das Pocketbike zu farmen. Pocketbike, da brauchen wir wahrscheinlich noch einige Teile, so wie ich das mitbekommen habe, ne? Ja, da müssen wir die Stadt definitiv noch ordentlich durchblenden. Ja, genau. Ja. Du hast zwar schon die Wheels gefunden und die Parts. Ja, aber ich habe auch das Rezept, ne? Also ich kann das Gestell komplett bauen. Okay, ich weiß halt noch nicht, wie es mit dem Motor aussieht, weil ich denke mal, das braucht man halt. Den braucht man. Wahrscheinlich. So, Patty, ich gehe mal ganz kurz an die Oberfläche. Ich baue schon mal ein bisschen Stein ab. Dann brauche ich meinen Zuschauern nicht die ganze Zeit zu präsentieren, wie du deine Sachen aus. Boah, alles ist gut. Beziehungsweise, warte, ich habe auch noch zwei Sachen drin, die ich mal kurz rausholen kann. Die kommen mal kurz hier rein. Und dann passt die Sache. Bin mir übrigens gar nicht so im Klaren hier, warte mal. Was bringen eigentlich Painkillers? Da steht Effekt Description, you took Painkillers. Toll. Effektchance 100%, um was zu tun? Schmerzen zu lindern, ist klar, aber irgendwie, ich weiß nicht, macht wenig Sinn. So, ich brauche noch kurz was zu essen. Haben wir denn noch was? Chicken Ration, Health, Fullness, 15. Okay, hast du genug Essen dabei? Ich habe gar nichts. Du hast gar nichts. Nimm mal die zwei Dosen bitte aus dem Essensvorrat. Die kannst du gerne haben. Hm? Und dann holst du dir hier jetzt ein 15er Stack bitte noch Wasser raus. Von dem Wasser habe ich. Nee, aber das gute Wasser hast du auch hier? Golden Rod Tea? Nee, ich habe Würdelwasser, aber das reicht. Nee, das ist doch genug da, nimmst du dir doch, das ist viel besser. Ja, aber ich will erstmal mein altes verbrauchen. Oh. Okay. Hallo, kommst du dann bitte mit? Bist du fertig? Ich muss noch Pfeile machen, dann bin ich fertig. Ja, okay. Wenn du welche brauchst, sag Bescheid. Ich habe auch noch 100 Stück. Guck mal, meine Lieben, wir sehen uns heute Abend. Wir hören uns heute Abend. Ja, alles klar, Brati. Bis später. Viel Spaß noch, Zuschauer. Wo hab ich... Klingt fast ein bisschen psychomäßig. Aber okay. Wo hab ich jetzt die leere Dose? Buddy, disconnected from your channel. Ach nee, man kriegt leere Dosen, wenn man ein Glas trinkt? Okay, das wusste ich auch nicht. War ein bisschen unlogisch, aber okay. So, jetzt die Geschichte mit dem nach oben kommen. Manchmal klappt es, nicht unbedingt immer. In dem Häuschen waren wir schon. Jetzt, wir brauchen dringend Lehm. Das ist jetzt erstmal Grundgedanke Nummer uno. Da müssen wir hier... Muss ich ja... Was denn? Bestimmt eine Schippe mitnehmen, ne? Schaufel. Ja, nimm dir eine raus, da müssten noch drin sein. Wir müssen jetzt der Straße nach Westen folgen, weil da wird alles grün. Und da müsste es dann auch irgendwo Wasser hoffentlich geben. Irgendwie ein See, ein Fluss oder irgendwas. Und da müssen wir auch Leben finden. Ich dachte immer, ich habe hier schon alles angebuddelt, dass irgendwie verschiedenfarbiger Sand vielleicht auch irgendwo Leben drin vorkommt. Aber hier scheint es gar kein Leben zu geben. Entweder habe ich mich ganz blöd und dumm und böse, wie ich mich kenne, verguckt. Oder es gibt hier wirklich kein Lehm. Weil Lehm setzt ja voraus, dass es Feuchtigkeit gibt, ne? Eigentlich schon, ja. Ja. Und die gibt's eben nicht. Und da ist er. Mach mal da ist er. Aha, Hilfe. Was denn? Ist doch alles ein cool. Crispy. Ja, ein Crispy. Hilfe. So, dann gehen wir mal hier Richtung in die Straße. Und gehen mal dann Richtung Straße. Genau. Gehen dann Richtung Westen. Wir könnten aber auch schon mal, komm mal her. Die Steine zerkloppen, weil wir brauchen nachher einen Haufen Eisen. Wo hast du die Spitzhacke her? Ja, die war in dem alten Haus. Ah, okay. Aber ist nicht mehr so ganz, ne? Ja, ja.
Oh, das geht doch deutlich schneller, als wenn wir das alleine machen. Okay, Zombies lassen wir jetzt erstmal links liegen. Wir brauchen jetzt als erstes Leben. Willst du platt machen? Okay. Ich von hinten, du von vorne, loote ihn bitte. Ja, wir sollten uns auch ein bisschen absprechen. Ich. Ja. Ach, jeder lootet, was er kriegen kann für Chaos. So, nehmen wir den Steinbogen auch gleich mit hier. Jawohl, und dann wollen wir mal ein bisschen farmen hier. Lass mich die Steine aufsammeln, dass wir nicht beide unnötig Platz verbrauchen im Inventar. So, und dann lass uns mal die Straße lang gehen hier. Bis wir zum grünen Biom kommen. In der Hoffnung, hier ist leer. Dass da was Gescheites dabei ist. Dann würde ich sagen, du gehst... Wo bist du jetzt? Ja, wohin, was? Gehst du hier auf der linken Seite von der Straße. Ich gehe auf der rechten, ja? Dass jeder, wenn er sieht, was aufzuheben ist. Okay. Müll oder Rucksack oder so. Machen wir den Dicken hier noch platt. Komm mal bitte in meine Richtung, dicker Mann. Da ist er platt, da kommt der nächste. Allerdings habe ich gemerkt, die Zombies bleiben nicht mehr allzu lange liegen. Das heißt, man sollte sie relativ schnell looten. Nicht, dass es noch flöten geht. Ich nehme den dicken. Nimm du den kleinen. Da ist auch noch was zu essen, wenn du brauchst. Wie sieht's da aus bei dir? Hm? Wo ist Essen? Kannst du was zu essen brauchen? Ja, geh mal her. Ich habe vorhin vergessen, was mitzunehmen. Hier. Danke. So, das war in der Mitte. Das geht derjenige, der zuerst dran war. Dann wird der eher als geteilt nachher. So, mach mal ein bisschen dezimieren hier die Zombies. Ich bin mir halt nicht sicher, wie das nachher voneinander abhängig ist, wie viele Zombies man leben lässt, dass die Horden dementsprechend größer sind oder wie auch immer. Ah, ein Nest. Nichts drin. Wenn was ist, sag ruhig Bescheid, Paddy. Du bist wieder sehr zurückhaltend heute. Naja, ich habe hier einen Zombie, das kill ich gerade nur und... Okay, alles klar, alles cool. Wunderbar. Ich will nur nicht so lange gedrückt halten, die Taste zum Reden, weil ich weiß nicht, wie laut es von meiner Tochter ist. Achso, du hast was sie spielt. Genau. Ah. Ist das hier Lehm vielleicht? Warte, ich komme. Nee, du warst Hand, oder? Ja. Okay. Nee, Lehm muss man definitiv wohl hier suchen beim... Beim Wasser irgendwo in der grünen. Im grünen Biom. Oh je. Eben ausgesehen wie Mitspieler auf dem ersten Blick. Headshot und Headshot. Na, ah, nicht Headshot. Jetzt Headshot. Weil. Da liegt's ihn nieder. So, jetzt hier in der grünen Gegend. Oh, mal Baumwolle und die gelben Pflanzen auch mitnehmen. Bin mir nicht sicher, inwiefern die jetzt noch relevant sind. Man weiß es ja nie. Nö, so sieht's aus. Lieber was mitnehmen, nachher nicht brauchen, als etwas brauchen und nicht mitgenommen zu haben. Das ist wie beim Gummi. Wird mal alles gepflückt. Gerade die gelben Pflanzen sind schon nicht schlecht für diesen Tee nachher. Oh. Kriegen wir den Hirsch hin? Das wäre cool. Bitte? Den Hirsch. Wo ist er denn jetzt? Ah, da ist er. So, voll ins Gesicht. Den Hirsch hätte ich schon gern. Ich glaube, die Tierhaut ist nachher wirklich schon interessant. Ich glaube, ich laufe da jetzt auch direkt dran wie so ein Büffel, ey. Mit voll... Oh, es regnet. Hörst du es regnen? Oh, hier ist ein bisschen bräunlich. Vielleicht könnte das Leben sein. Könnte man mal ausprobieren.
Aber hier hört es auch so an, als wären ein Haufen Zombies in der Nähe. Zumindest krabbelt da unten einer am Boden. Das war er dann auch. Hier ist noch irgendwo. Da ist er. Die Lady in Red. Die eine Frau in Matrix mit dem roten Kleid. Genau. So, was wollte ich jetzt machen? Hier ist noch irgendwo ein Hirsch. Aber ich glaube, das ist wieder Historie. Wo bist du eigentlich? Wir haben einen dicken Zombie und ein Hirsch ist hier in der Nähe. Können die nicht mal irgendwie geradeaus auf mich zulaufen, bitte? Bitte einmal gerade laufen. Oh je. Ich muss erstmal ein bisschen Trink irgendwie, so ein bisschen Zielwasser irgendwie mal. Wäre jetzt gerade nicht verkehrt. Was wäre jetzt nicht verkehrt? So ein bisschen Zielwasser. Irgendwie stelle ich mich gerade an wie der letzte. Aber wie der allerletzte. Hey, Level 6. Hey, grad. Nur Zombies hier. Sind aber auch schlecht. Schön. Ja, wie gesagt, das ist, wenn man nach dem 7. Tag sind ja die Horden irgendwo gespawnt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und die verteilen sich natürlich in der ganzen Welt. Die verschwinden nicht einfach so oder so. Was liegt da? Achso, das ist ein Zombie. Schon vergammelt. Oh je. Oh, ein Bär! Ja, wo bist du? Warte, ich komm zu dir. Ja, der ist aber mitten im Busch, ey. Bär, geht's um Zombie? Geht's um Zombie? Lass mich in Ruhe. Er weicht leider nicht ganz so schnell ab, wie man sich das wünscht. Wo bist du denn? Wo ist er? Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Dann ist er weg, dann hat er abgelassen. Die sind tagsüber, soweit ich mitbekommen habe, nicht so schlimm wie nachts. Ich höre hier jemanden nicht. Mit dem Pfeil und Bogen schießen. Ja, das bin ich. Ich in die Richtung, da ist der Bär. Okay. Also nicht dem Schwein hinterher. Okay. Da ist der Bär, in die Richtung. Da hinten war der irgendwo, da am Berg, da bin ich gerade hergekommen. Okay. Ja, der wird sich als nächstes um die Zombies kümmern wahrscheinlich. Lassen wir den Bär mal Bär sein, weil ohne Schussgewehr. Oh Gott, was habe ich gesagt? Lass den Bär Bär sein, ohne Schussgewehr. Ohne Schussgewehr ist der Bär nämlich nicht so leicht. Ziemlich schwer. So, Paddy, wir suchen eine Wasserquelle. Hier jetzt im grünen Dickicht. Nordwesten brauchen wir nicht zu gehen, da geht's schneelandschaftmäßig. Lass uns mal in den Süden gehen. Okay. Weil da oben war ich schon. Da ist nichts. Ja, ja, natürlich. Ich bleibe an einer gelben Blüte hängen. Erzähl mir was vom Bär. So, dalle. Du weißt ja, Beeren schmecken auch ganz lecker. Ja, Goldbeeren. Machen wir Schleichwerbung? Nein. Ich muss wir, auch nicht wir werden auch nicht bezahlt von Haribo. Überhaupt nicht. Von Harry Riegel Bonn. Im Übrigen. Ich glaube Harry Riegel, ne? Aber jetzt macht's ja der, wie heißt er hier? Olle, die Werbung macht Bulli, der, Bulli, der Bulli jetzt, genau. Ja. Anstatt der Gottschalk. Ja, finde ich einen coolen Nachfolger. Bin eh Bulli-Fan. Bulli, der macht es schon. Auf jeden Fall. Bist du? Ich laufe etwas abseits vom Weg, weil ich bin schon die Straße entlang gelaufen. Aber wir suchen ja ein Wasservorkommen für Leben, wie gesagt. Aber rechts ist ja Schnee. Ja, bei Schnee gibt's kein Leben, oder? Ja, ist schon klar. Deswegen sage ich ja, wo bist du lang? Ja, runter. Südliche Richtung. Ach, vergiss den Hirsch, ey. Das ist ein Haufen gelber Pflanzen. Ach. Bäume. Wenn wir ein bisschen Platz haben nachher auf dem Heimweg, können wir auch noch ein paar Bäume fällen. Holz brauchen wir auch immer. Ich habe hier einen Tümpel gefunden. Ja, aber da, bei Tümpeln habe ich meistens Pech, was Leben angeht. Siehst hier du etwas? Nee, sah nur so aus. Okay, schon gut, lass es.
Der Schein trügt bei diesem Spiel. Ich brauche mal gerade einen Schluck. Es war oben vom Berg, sah das aus wie unten Wasser, aber das waren nur Schatten und so. Mhm. So, dalle. Wie sieht's aus? Wir könnten mal oben die zwei Häuser leer machen hier. Welche Häuser? Komm mal am besten in meine Richtung. Weil da geht's auch hinten dran weiter. Da könnte dann bist du denn? Wasser kommen. Ach da, ich bin ja ganz woanders. Du musst in den Westen. Er hat sich wieder von mir abgesetzt. Er macht wieder sein Solo-Ding hier. Nee, mach ich nicht. Nee, macht er nicht. Gut, ich sammle mal ein paar Steine auf, damit ich im Notfall ein paar Pfeile nachbauen kann. Und ich höre schon wieder Zombies. Wir sind irgendwie schneller geworden. Oh! Mit einem Kopfschuss weg, das ist aber schön. Ah, Iron Head ist gut. Cloth Fragments haben wir genug. Da ist ein Müllsack. Schauen wir mal durch. Die sind auch immer wieder für Überraschungen gut, die Müllsäcke. Es sind manchmal ganz tolle Sachen drin, die man nicht vermutet. Kannst du schon Leder verarbeiten? Weißt du das zufällig? Ich guck gleich mal. Sekunde. Gut, die Anfrage kam zu spät. Wir sind ja jetzt nicht mehr bei uns zu Hause. In unserer Höhle. Oh, ein Rucksack. Da sind manchmal auch ganz komische Sachen drin mitten auf dem Weg. Wie war das nochmal? Poor ist, glaube ich, nicht so gut wie gut. Nee, poor. Poor klingt irgendwie Schrott. Quality 120. Qualität. Oh ja, gut, das ist ein Unterschied. Also. Gläser brauche ich auch nicht unbedingt. Jö, schauen wir mal. Ich versuche schon mal. Ich habe hier ein Haus. Das nehme ich noch ganz kurz auseinander und dann bin ich bei dir. Da ist ein Haus, okay. Kommst du allein klar? Ja, ein separates Holzhaus hier mitten am Wald. Okay. Keine Zombies dabei? Noch nicht. Ich komme dir mal entgegen, sicherheitshalber. Oh, hier sind ein Haufen Steine. Oh, jetzt kommen sie. Drei Zombies auf mich zu, aber du kommst ja gleich her, hast du gesagt, ne? Ich bin unterwegs. Hier liegt übrigens Kohle mitten im Weg. Und ich habe gehört, es soll nicht verkehrt sein, die mitzunehmen immer. So, bist du außer Haus in einem Haus? Da ist auch ein, vorne am Eingang. Da ist auch ein Bär. Was bist du? Auf der Rückseite ist schon offen, hier war schon jemand drin. Oh, da ist der Bär. Ach, die kämpfen jetzt gerade gegen den Bär. Ei, ei, Schwede. Ja, dann halt dich raus. Lecker, da kommst du nicht mehr raus. Nein. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ab, Hedy. Da hast du dich aber auch in eine Falle reinmanövriert. Ich habe da der Kampf gegen die Dinger, weißt du? Nö. Wenn er dich zuerst im Fokus drin hat, dann ist es sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Das klappt ja doch mit einem Headshot, also. Weiß nicht, ob es an meinem Level liegt, ob das was damit zu tun hat. Meine Sachen kriegen können? Vorher hat das auch nicht so leicht funktioniert. Ja, ich muss warten, bis der Bär weg ist, Hase, sonst habe ich dasselbe Schicksal wie du zu erleiden. Jetzt könnte ich meinen Arsch beißen, dass ich mir doch nicht meine Pumpgun mitgenommen habe. Oh je. Da kommt genau meine Richtung. Da hätte ich ja jetzt mal aber sowas von gar keinen Bock drauf. Und ich glaube, ich höre noch einen zweiten Bär. Einer langt. Selbst einer ist gerade zu viel. Ich hoffe mal, dass er... Nee, das gibt's ja. Der bleibt genau da, wo der Rucksack ist. Penner. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Ab die Füße in die Hand. Vielleicht kann ich ihn davon weglocken. Geh mal zu deinem Rucksack Richtung. Also in die Richtung von deinem Rucksack. Wenn ich jetzt auf irgendeine Anhöhe kommen könnte, der kann ja hoffentlich keine... Oh, da ist noch ein Bär. Oi, 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 oi.
Oi. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich beeile mich ja. Da hat er mich wieder in eine schwierige Position gebracht. Ich ja, vor allem ich. Ja, wer hat denn hier sich mit dem Bär angelegt? Ich wollte nur ins Haus, nicht den ja, Bär. Ja, ich wollte nur ins Haus. Das Geile ist, das Haus erscheint schon geplündert, weil dann drei Dinge außenrum liegen. Drei Zombie, wie sagt man? Weiß ich, wie ich meine. Böser, böser Bär, böser Bär. BB, böser Bär. Bitte kein Bär, bitte kein Bär. Das ist so gemein, du hörst die Scheiße, aber du siehst sie nicht. Mann, gleich bald wieder arbeiten und dann Geburtstag. Was, Geburtstag? Morgen? Mhm. Wer? Ich? Ehrlich? Ja, am 17.07. Cool. Ach, wie süß. Wer dieses Jahr im August heiratet, der hat eine 0815-Ehe. Ja, das kenne ich schon, den Spruch. Hihi, finde ich so geil. Ah, eben komme ich an deine Sachen dran. Mal gucken, ob ich alles mitnehmen kann. Ich hoffe, du warst noch nicht so voll. Ah, jetzt muss ich da hoch. Du hast ja gar nichts dabei gehabt. Ja, doch. Die Sachen in meinem Inventar sind nur raus. Ist ja alles kaputt. Wo ist denn der Bär hin, Mann? Ich glaube, der ist im Haus drin. Tür ist doch noch nicht auf. Doch, von hinten ist er offen. Ich sag ja, ich glaube, da war sogar schon jemand drin. Blaubeeren! Wie süß! Und ich habe kein Rezept dafür. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Gläser, also nehme ich halt mal mit, egal. Vielleicht was im Ofen. Oh, oh, oh.